Recht herzlich willkommen, sage auch ich. Vielen lieben Dank für die Einladung von der Education Group. Ich bin ein großer Fan der Edu Group, hole mir da sehr, sehr viel Zeug und sehr viel didaktisiertes, wertvolles Material. Das möchte ich auch gleich einmal vorweg schicken. Als gebürtiger Vöcklabrucker hat es mich auch gefreut, ein paar Sachen wie Goe und Dravik zu hören. Das ist immer recht gut, auch wenn man nach wie vor in Wien verankert ist. Wir haben es heute nicht so Dravik. Ich darf Ihnen heute ein paar Dinge, ein paar Überlegungen hinsichtlich neuer Lerntechnologien und deren praktische Umsetzung erzählen. Das heißt, ich darf Ihnen heute ein bisschen was zu beiden Welten präsentieren. Zur analogen Welt und zur digitalen Welt und darf Ihnen vielleicht ein, zwei Tipps geben, wie Sie Ihren Weg durch einen möglichen digitalen Dschungel finden können. Ich sage gleich vorweg, ich bin kein ITler und ich bin kein Computerexperte oder Programmierer, sondern bin in erster Linie Pädagoge und nach wie vor praktizierender Fachdidaktiker. Und als praktizierender Fachdidaktiker, der sich mit der Thematik des Internets und der Digitalisierung beschäftigt, stoße ich auch sehr oft auf Lehrer wie den Günther. Und der Günther ist Lehrer und will sich irgendwie mit dem Thema der Digitalisierung auseinandersetzen. Der hört aber teilweise viel zu oft auf sogenannte Digitalisierungsexperten wie den Manfred oder auch dem Ralf oder dem Josef. Wer diese Personen sind, werden wir dann nachher vielleicht ein bisschen näher erläutern. Fakt ist, der Günther glaubt eher nur an eine Welt. Und das ist die analoge Welt. Und ich sage gleich, wenn ich von analoger Welt spreche, ist das absolut nicht negativ konnotiert. Und eigentlich könnten wir jetzt schon aufhören mit dem Vortrag, weil das ist die Message des heutigen Tages. Seien Sie nicht wie Günther. Das ist quasi mein Appell an Sie, wenn es um Digitalisierung geht. Denn wenn wir über das Internet sprechen, wird sehr oft auch über das Scheitern und das Nichtmöglichsein gesprochen. Man versteckt sich gerne und sagt, naja, ist eine nette Idee, aber bei mir in der Schule geht das nicht, weil. Und da gibt es natürlich auch sehr viele Regionen und Bildungsregionen, die das auch wirklich praktizieren. Ich bin auch international sehr viel unterwegs und da bin ich auch auf den obersten Lehrervertreter und ich will den jetzt nicht bashen oder shitstormen, wie es in der Internetsprache heißt, aber das ist der oberste Lehrerinnenvertreter aus Bayern. Das ist der Josef. Und Josef konstatiert ganz klar, wenn es um Digitalisierung und digitale Medien geht, dass das grundsätzlich was Böses, Schlimmes ist. Also reduziert gesagt, sagt der Josef im Endeffekt, digitale Medien, Gefahr, Edutainment, Verkommen. Das sind alles sehr negativ konnotierte Begrifflichkeiten. Ich stelle mir die Frage, Edutainment, muss das notwendigerweise etwas negativ Besetztes sein? Was ist eigentlich dagegen zu sagen, dass Unterricht Spaß machen kann? Warum muss der dann verkommen? Das heißt, dem Josef Kraus geht es nicht nur um die Digitalisierung per se, denen geht es auch darum, dass gewisse reformpädagogische oder auch innovative Unterrichtsansätze nicht unbedingt das Gelbe vom Ei für ihn sind. Und das ist genau der springende Punkt. Es geht um Didaktisierung, es geht um Haltung. Ich sage Ihnen gleich, diese Präsentation wird Ihr Leben jetzt nicht verändern, à la TED Talk. Sie werden jetzt nicht rausgehen und sagen, wow, das ist es, mein Unterricht wird revolutioniert. Das ist auch gar nicht meine Intention. Es geht vor allem um solide, professionelle Didaktisierung, wie wir zum Beispiel beim Joe Buchner auch schon gesehen haben. Dinge wirklich konkret in einen didaktisierten Kontext einzusetzen. Und da geht es auch darum, die analoge Welt zu nutzen. Das heißt, nach wie vor ist die analoge Welt im Unterricht präsent. Und es wäre ein bisschen naiv zu glauben, wir streichen das jetzt raus und nur mehr die Digitalisierung wäre die Rettung. Absoluter Blödsinn. Es geht natürlich auch darum, die analoge Welt mit der digitalen Welt zu verbinden. Wir haben das auch jetzt gehört von der Bundesregierung. Der Aspekt der Digitalisierung wird einer der wichtigsten für die nächsten Jahre sein. Das heißt, wir müssen als Lehrerinnen und Lehrer versuchen, das Beste aus beiden Welten zu holen. Und da bin ich ein großer Freund von Philosophen oder hochtrabenden Statements. Lesen Sie sich einmal dieses Statement, diese Aussage durch.
wer könnte diese Aussage getätigt haben? Oder welches Berufsfeld, welches Metier? Oder was ein Professor, Praktiker? Also der Sukkus dieses Statements ist, na, holen wir uns das Beste aus beiden Welten heraus. Wer könnte es gesagt haben? Bitte? Ein Praktiker? Habe auch schon einmal gehört, Steve Jobs. Ein Physiker? Fast. Es ist Hannah Montana. Ein Teenie-Star, jetzt auch gar nicht mehr so in, war vor 5-6 Jahren in. Aber Fakt ist, ich möchte damit einfach nur unterstreichen, oftmals geht es nicht darum, Dinge sofort Grund auf hochtrabend zu revolutionieren. Es geht um einen Ansatz, E-Learning, Digitalisierung in leicht verdaulichen Häppchen anzubieten, ihren Schülerinnen anzubieten, sodass hier natürlich auch ein Mehrwert gegeben ist. Denn es gibt natürlich auch einen Mehrwert der Digitalisierung. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Kevin allein zu Hause, kennt jeder diesen Film, oder? War er circa vor schon mittlerweile 20 Jahren ohne Internet. Das wäre Kevin allein zu Hause in Zeiten der Digitalisierung, wenn man es nicht lesen kann. Der Kevin kommt, schreibt der Mami ein WhatsApp, Mama, wo seid ihr alle? Die Mama sagt, ah, wir sind im Flieger, danke für die Nachricht, ich komme gleich zurück. The end. Ja? Also Sie sehen, was ich damit sagen möchte ist, aufgrund der Digitalisierung ändern sich natürlich auch gewisse gesellschaftspolitische Performanzen. Stichwort Digitalisierung 4.0, Industrialisierung 4.0. Das heißt, das sind natürlich Tendenzen, die muss ich mir als praktizierender Pädagoge schon auch zu Gemüte führen. Und das kann ich gutheißen oder nicht, denn es gibt natürlich Tendenzen, die man kritisch beäugen kann. Zum Beispiel sage ich jetzt bewusst, die Unart auf Konzerten, alles abzufilmen, ja, und nicht der Prinz, Gott hab ihn selig, hat gesagt, bitte Leute, genießt den Moment, ja, also dieser Drang, Dinge ständig aufzunehmen, das sind Videos, die schauen Sie sich nie wieder im Leben an, ja, und das sind natürlich auch gesellschaftspolitische Entwicklungen, die ich mir als Pädagoge auch überlegen muss, denn hinsichtlich Wissensaufnahme, die Rezeption von Wissen hat sich einiges getan. 2005 haben alle nur einen Vortrag zugehört. 2013 hat das jeder schon abgefilmt und fotografiert. Und die Frage stellt sich, wie wird denn Wissen in Zukunft dann rezipiert? Es geht hin bis zur Selfie-Manie. Das heißt, Sie als Pädagoginnen und Pädagogen müssen natürlich auch verstehen, wie wird Wissen aufgenommen? Wie wird Wissen rezipiert? Und da geht es nicht um Technologie, da geht es wirklich darum, auch um bildungswissenschaftliche Implikationen. Da geht es darum, auch zu verstehen, dass Kids teilweise so ticken. Also es geht nicht, wie der Joe auch schon gesagt hat, um das reine Bling-Bling. Es geht nicht um einen technologischen Determinismus. Mir sind die Tools grundsätzlich egal, egal ob die bunt, irgendwie super blinken und so weiter und so fort. Mir geht es natürlich vor allem darum, diese geöffneten Bildungsressourcen zugänglicher zu machen und sie vor allem zu didaktisieren. Denn Fakt ist, das Lernen als Prozess, die Wissensaufnahme hat sich geändert, wenn Sie sich das zum Beispiel hier anschauen. Ihre Arbeitsweise wird sich geändert haben oder hat sich schon geändert. Vielleicht geht es Ihnen so wie in diesem kleinen Filmchen. Also man sieht da schon eine digitale Transformation. Jetzt frage ich mal, bei wem schaut denn jetzt der Schreibtisch oder die Arbeitsweise so aus, auf wie auf der rechten Seite? Links? Ja, hast du nicht, dass es unbedingt automatisch schlecht ist? Und in der Mitte irgendwo? Wahrscheinlich die meisten. Ja? Aber Sie sehen, worauf ich hinaus will.
Es geht eigentlich darum, auch als Pädagoge den Zeitgeist zu erkennen. Es geht nicht darum zu sagen, na, ich bin schon zu alt dafür, gehe bald in Pension, interessiere ich mich nicht mehr so. Es geht darum, Sie müssen natürlich diese Tendenzen auch erkennen. Und dann im praktischen Teil zeige ich Ihnen natürlich, wie Sie mögliche Tools auch hier einsetzen können. Das heißt, uns geht es nicht um die Gerätschaft. Und wir wissen das als praktizierende Pädagoginnen und Pädagogen, dass wir schon sehr oft von der Technik im Stich gelassen worden sind und dass es dann hin und wieder schon einmal gut ist, wenn man das gute alte analoge Medium hat. Ich möchte natürlich nicht das analoge Medium verteufeln. Ich bin Pädagoge und weiß sehr wohl über die Benefits des analogen Mediums Bescheid. Und da ist genau der springende Punkt des Vermischten, des Blended Learning. Das heißt, Analoges mit Digitalem zu verbinden. Und da geht es um einen medialen Habitus. Das heißt, wie Lehrerinnen und Lehrer im Blended Learning Kontext performativ agieren. Und da bringe ich immer gern diese Smoothie-Metapher, weil das jetzt momentan auch sehr hip ist, Smoothies zu trinken. Und so sehe ich es auch beim Blended Learning. Analog trifft auf digital. Witzigerweise haben wir aber da beide das gleiche Büdel. Ja? Das heißt, es geht nicht darum, entweder analog oder digital, sondern es geht auch sehr wohl so. Es geht nur darum, wie schaut die Verteilung aus. Und wir wissen auch, bei Smoothies gibt es auch grausliche Geschmacksrichtungen. Das heißt, nur Digitalität jetzt einzusetzen, weil es dann vermischt wird, heißt noch lange nicht, dass es gut wird. Das heißt, Sie als Lehrerinnen und Lehrer müssen natürlich auch gewisse neue Räume im Kontext der Digitalisierung betreten. Denn auch die Wissenschaft hat erkannt, dass Blended Learning, also das zusätzliche Einsetzen digitaler Medien in Verbund mit analogem Unterricht natürlich auch eine Art Chancenkatalysator sein kann. Denken Sie einfach auch an Hochschulstudien, berufsbegleitende Studierenden, Flipped Classroom, das ist für Berufstätige oder auch für Mütter, Väter, Arbeitssuchende eine enorme Ermöglichung, hier auch von zu Hause aus auf Wissen zugreifen zu können. Und die Absolventen von Fernlehrgängen, von Mastern, die steigt. Somit haben jetzt nicht nur die Bildungseliten Zugriff zu Wissen, sondern ich gebe ein Beispiel, auch unsere Kinder in sogenannten Brennpunktschulen in Wien haben Zugriff zu Wissen. Und somit wird das Wissen natürlich demokratisiert. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger gesellschaftspolitischer Aspekt. Natürlich ist nicht alles, was im Internet steht, richtig. Und es geht vor allem darum, auch Quellkritik zu unterrichten. Das heißt, wie könnten jetzt gute, unter Anführungszeichen, Blended Learning, vermischte Lernszenarien ausschauen? Und da zitiere ich immer gern den Hilbert Meyer. Er wird oftmals in der Wissenschaft als Methoden-Meyer ein bisschen runtergemacht, weil er halt einfach nur praktische Methoden gibt. Aber diese Aussage finde ich schon sehr stark, indem er sagt, Frontalunterricht per se ist nichts Schlechtes. Es kommt immer auch auf das didaktische Design an. Und so ist es genauso mit Blended Learning. Das didaktische Design ist enorm wichtig, wenn es darum geht, Analoges mit Digitalem zu verbinden. Ich glaube, die falsche Richtung ist die sogenannte Dokumentenschleuder. Ich weiß nicht, wir arbeiten denn mit Lernplattformen? Moodle, oder? Die meisten mit Moodle. Viele Lernplattformen sind eigentlich nur Repositories oder Archive für Handouts, was ja grundsätzlich nicht schlecht ist. Aber ein Kollege von mir hat das einmal Scroll of Death genannt. Das heißt, wenn man eine Lernplattform gestaltet für die Klasse und man lädt 100.000 Dokumente hoch und dann scrollt man obi und man weiß eigentlich nicht mehr, wo das Handout ist oder die Übung. Das heißt, es braucht auch für Blended Learning Szenarien ganz klare Strukturen. Und da nehme ich gerne von Hilbert Meyer diese 10 Rezepte, wie denn guter Unterricht gelingen kann. Vielleicht kann man das jetzt nicht so gut lesen, aber ein Punkt, den Hilbert Meyer hier ganz klar konstatiert, ist eine klare Strukturierung auch eines digitalen Angebotes. Sie schreiben Ihre Unterrichtsvorbereitung auch noch immer nach 20, 25 Jahren und strukturieren das noch immer. Und warum sollen Sie das jetzt mit E-Learning-Sequenzen oder mit digitalen Sequenzen nicht tun? Viele Lehrerinnen tappen eben die Falle, dass sie sich nur auf die Technologie konzentrieren und sich denken, boah, das ist ein super nettes, blinkendes Tool, das taugt meinen Kids sicher. Aber fokussieren sich weniger auf die Didaktisierung.
Da kommen wir jetzt dann schon langsam schon zur Praxis. Ich glaube an ein Prinzip namens Edu-Apps, Educational Applications. Das sind Anwendungen, browserbasierend, das heißt, die können Sie mit dem Laptop, mit einem Smartphone oder mit einem Tablet, ohne dass Sie immer in den Play oder Android Store oder in den Apple Store gehen müssen, und können diese Anwendungen wunderbar im Unterricht einsetzen. Und das Schöne ist, die meisten Anwendungen bedarfen auch nicht einer Anmeldung von Ihren Schülerinnen und Schülern. Ich glaube, das ist nämlich auch immer sehr wichtig. Ich habe Ihnen hier eine Literaturliste zusammengestellt mit auch teilweise Open Access Publikationen, wo Sie sich in dieses Thema auch ein bisschen vertiefen können. Die Folien bekommen Sie natürlich. Und das ist der Kernpunkt, und da gebe ich Ihnen jetzt dann praktische Beispiele. Das ist eine Taxonomie, das kann man leider jetzt nicht so gut lesen, entwickelt von einem Kollegen von mir von der Uni Lüneburg. Wenn wir Internettechnologie, sogenannte Anwendungen, einsetzen, dann geht es uns natürlich auch um die Pädagogik. Das heißt, wir wollen ja irgendwas erreichen mit diesem Tool, außer dass man jetzt nur im Computerraum geht oder im Klassenzimmer mit einer App arbeitet. Das heißt, uns ist es natürlich sehr wichtig, dass auch die Zusammenarbeit, die Kollaboration gefördert wird, dass die Kommunikation gefördert wird. Das heißt, dass Studierende oder Schülerinnen miteinander, wenn sie ein Tool verwenden, arbeiten. Und dass sie natürlich auch reflektieren über den Lernprozess hinaus. Das heißt, mit der Lehrerin und dem Schüler gemeinsam über den Outcome reflektieren. Und dann geht es natürlich um die didaktische Domäne, welche Fähigkeiten und welche Lerninhalte gefördert werden sollen. Also Sie sehen, uns geht es darum, die Technologie auszublenden und Anwendungen, Internet-Tools sehr wohl in ein didaktisches Konzept, in eine didaktische Taxonomie einzugießen. Und da möchte ich Ihnen einfach ein praktisches Beispiel aus meinem Unterricht, damals aus dem Gymnasium, mit einer App namens Spreaker. Das ist eine wunderbare Anwendung, die kann ich sowohl am Laptop nehmen, die kann ich am Handy, am Tablet verwenden. Das ist eine Podcasting-App. Sie kennen Podcasting? Podcasting ist im Endeffekt nichts anderes als Tondokumente aufnehmen und die im Internet auch zur Verfügung zu stellen oder anderen zur Verfügung zu stellen. Also Internet-Radio-Show, sage ich jetzt vereinfacht. Ja? Kommt vom iPod und von Broadcast, vom englischen Übermitteln, Senden. Und die Kinder lieben das. Und vielleicht haben Sie schon mal im Unterricht ausprobiert, aber Podcasts oder Radioshows produzieren, das war immer eine Heidenarbeit, das zu produzieren, zu schneiden, irgendwie dann den Computerraum, die Software runterladen. Das war eine Projektaufgabe. Und die Zeit haben wir oft nicht und deshalb eignet sich Spreaker. Und ich gebe Ihnen jetzt den Arbeitsauftrag quasi, also sage Ihnen den Arbeitsauftrag, der damals war. Die Schülerinnen und Schüler gehen ins Kino und schauen sich einen englischsprachigen Film an. 5. Klasse Gymnasium. Die Aufgabe war, nach diesem Film eine sogenannte Film-Review zu gestalten, also eine Filmkritik. Das hört man immer, Ö3 ja auch, P.A. Straubinger, glaube ich, gibt jede Woche eine Filmkritik ab, und das haben wir einfach auf Englisch umgemünzt. Und jetzt sind wir wieder bei Blended Learning. Im analogen Unterricht habe ich natürlich die Redemittel nach wie vor, diese Language Functions, zur Verfügung gestellt. Ich habe mit den Schülern diese Phrasen und diese Interviewfragen natürlich behandelt. Und dann im Blended Learning Kontext war es so weit, dass die Kinder und die Schülerinnen zu Hause mit dieser App in die Medienproduktion eingestiegen sind und dann eine Radioshow mit dem sprachlichen Input formuliert haben. Was war mir hier wichtig? Radioshow-Style, so mit Hintergrundmusik, richtiger Schnitt, aber vor allem die sprachlichen Funktionen eingesetzt. Also mir geht es darum, ich gebe diesem Film 5 Sterne and yo, this is flow, so wie halt die coolen Radioshow-Hosts agieren. Das heißt, uns geht es vor allem auch darum, dass die Schüler miteinander kollaboriert haben, gemeinsam dieses Produkt erstellt haben und natürlich auch miteinander kommuniziert haben, dass sie zu diesem Outcome kommen. Und Sie können sich nicht vorstellen, vor allem wenn es um Ihre eigenen Stimmen geht, ja, wenn es um ihre eigenen Stimmen geht, sind die Kinder oder die Schülerinnen die ärgsten Perfektionisten. Die nehmen das so oft auf, bis sie glauben, dass es dann halbwegs perfekt ist. Und das ist mehr oder weniger ein Drill, mit dem kann ich als Lehrer sehr gut leben, dass sie das so oft aufnehmen und immer wieder verfeinern, bis sie glauben, dass das perfekt ist. Und das wäre dann auch der Aspekt der Reflexion, über dieses digitale Artefakt zu reflektieren. Und das ist keine Zauberei, und ich darf Ihnen nachher dann aber Beispiele geben. Das heißt, diese Edu-Apps,
die auch teilweise auch wie Kahoot, die vom Joe vorgestellt worden sind, die sind jetzt nichts Revolutionäres. Aber sie sind im Endeffekt ein bisschen so ein GPS für die Lehrkräfte, wenn es um Blended Learning Szenarien geht. Wie kann ich Analoges mit Digitalem verbinden? Und da habe ich dann auch noch hier für die Folien eine Zusammenfassung, auf die möchte ich jetzt nicht genau eingehen. Also mein Zugang ist wie bei vielen Mediendidaktikern folgender. Es geht nicht um das Ob natürlich, sondern es geht vielmehr darum, wie setze ich diese neuen Medien im konkreten Kontext, im schulischen Kontext, im hochschulischen Kontext ein. Und jetzt geht es an die Praxis. Wir brauchen da jetzt nicht romantisch, sozialromantisch sein, nach wie vor. Im Internet gibt es viele Gefahren. Ich glaube, Sie haben das im Vormittag ein bisschen gehört. Mir geht es aber vor allem darum, das Internet nicht per se negativ zu konnotieren, sondern vielmehr darum, geht es mir darum, proaktiv jetzt mit Tools zu arbeiten, die sehr motivational und auch sehr ergiebig eingesetzt werden können im schulischen Unterricht. Fakt ist, es gibt nach wie vor viele Gefahren, wenn es ums Internet geht. Denken Sie nur darum, der Beamer geht nicht, das Internet geht nicht oder der Computer lässt sich nicht einschalten und so weiter und so fort. Denken Sie ein bisschen anders. Blended Learning muss nicht immer nur im Klassenzimmer stattfinden. Sie können sehr gut, haben wir ja auch bei der Gym-Studie gesehen, sehr viele Smartphones und Internetzugriff gibt es ja schon zu Hause, es auch nach Hause verlagern. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Paradigmenwechsel. Das gute alte Computerlabor, der Computerraum, das wird wahrscheinlich einmal ein Auslaufmodell sein, außer es geht halt um GeoGebra und CAD und so weiter und so fort. Aber hier sind die guten Nachrichten. Ich habe für Sie ein paar Tools oder eine Art Überlebensausrüstung, wenn es darum geht, jetzt eine Reise durch diesen digitalen Dschungel zu machen. Und die gute Nachricht ist, Sie müssen jetzt da kein Indiana Jones sein, wie man jetzt hier auch sieht. Sie brauchen kein IT-Experte sein, Sie brauchen kein Computerprogrammierer sein. Und da fange ich jetzt einfach mit ein paar Tools an. Und ich nenne das bei meinen Schülerinnen, aber auch bei meinen Studierenden immer so Überlebenskit Nummer 1. Das sind die Must-Haves. Da finde ich, die muss eigentlich jeder, auch Lehramtskandidat und jeder Lehrer und jede Lehrerin, nicht beherrschen, aber zumindest irgendwie kennen. Wenn Sie es jetzt nicht kennen, ist es überhaupt nicht arg. Sage ich auch gleich. Jetzt haben wir selber ein Tor geschossen, glaube ich. Ja, ja eben. Ja. Sagen Sie einfach, Sie kennen es. Ja. Nein. Wenn Sie jetzt auf Ihrer Reise durch den Dschungel ein bisschen Voodoo brauchen, Voodoo-Zauberkraft, dann gibt es sogenannte URL-Kürzer oder URL-Shrinkers. Das haben Sie sicher vielleicht schon mal gehört. Einfach lange Internetadressen kürzen. Das ist überhaupt nichts Revolutionäres, aber es ist was extrem Nützliches für den Unterricht. Ich gebe Ihnen jetzt ein Beispiel. Sie sitzen jetzt im Konferenzzimmer, Moment, und ich werde das jetzt umschalten. Sie sitzen im Konferenzzimmer und ja, bereiten jetzt eine Geschichtestunde vor oder eine Deutschstunde oder... Ich meine, eigentlich bereiten Sie Ihre Stunde mindestens immer eine oder zwei Wochen vorher vor und nicht im Konferenzzimmer kurz vorm Leiten. Ja, aber oft kommt es ja vor, dass Sie im Konferenzzimmer sitzen und sehen gerade, ich habe jetzt Deutsch oder Geschichte in der nächsten Stunde, den Artikel, den baue ich noch ein, der passt nämlich super. Zum Beispiel die Inauguration, die Angelobung von Präsident Trump. Jetzt wollen Sie, dass Ihre Schülerinnen und Schüler diesen Artikel lesen, zu Hause zusammenfassen oder auch noch bestimmten Begrifflichkeiten untersuchen. Ein Glossar, das brauche ich Ihnen nicht erzählen, wie man einen Lesetext quasi didaktisiert. Die Frage ist, wie schreiben Sie das jetzt auf? 3 Minuten vor der Stunde auf Moodle hochposten? Per E-Mail schicken? Facebook-Gruppen gibt es nicht mehr. WhatsApp wollen wir auch nicht, weil wir nicht wollen, dass die Schüler unsere Nummer haben. Also können Sie nur mehr das aufschreiben, diesen langen Link. Und Sie kennen Ihre Schüler, glauben Sie, schaffen Sie das, wenn Sie das an die Tafel schreiben? Locker, oder? Locker. Bringt nichts. Das heißt, ich kopiere jetzt einfach diesen Link, ja, und gehe auf ein Tool, das heißt BitDo. Das kommt jetzt gleich, Moment, ist ein bisschen verschoben. Genau, BitDo ist einer unter vielen URL-Shrinkers. Und das finde ich ein recht nettes Tool. Das heißt, ich habe jetzt diesen Link kopiert und
gehe auf Bitdo jetzt, okay? Ich mache das jetzt in Echtzeit, weil ich würde nämlich auch ein bisschen vermitteln, da ist nichts vorgefertigt oder vorbereitet. So, Internet dürfte funktionieren. Und jetzt füge ich einfach diesen Link, diesen ultralangen Link hier ein. Und das Schöne ist hier, ich kann den Link sogar personalisieren. Ich nenne das jetzt Edu Stra. Ja? Ich kann auch den Namen meiner Klasse zum Beispiel eingeben. Und dann klicke ich einfach auf Schoten, kürzen. Und das war es im Endeffekt. Entweder mit QR-Code abfotografieren oder Sie schreiben jetzt an die Tafel, liebe Kinder, bitte schreibt bit.do Edu Strau, das ist die Hausübung, liest den Text und fasst ihn zusammen. Das kriegen Ihre Kinder, glaube ich, hin, diesen Link zu kopieren. Ja? Und das ist natürlich schon nichts Revolutionäres, aber sehr Nützliches. Ich hatte mal Lehramtskandidaten und wenn ich das Thema Technologie behandle, dann bin ich immer ein bisschen gemein und sage, okay, erstellen Sie einen Arbeitsauftrag, wo Ihre Schülerinnen einen Online-Artikel lesen müssen und teilen Sie diesen Link aus. Was machen die meisten Lehramtskandidaten? Weil wir schon gesagt haben, die sogenannten Digital Natives sind ein Mythos. Die kopieren den langen Link, dann es auf Word einfügen, dann es 30 Mal einfügen und dann schneiden sie es aus und teilen sie es aus. Und das ist genau der Punkt. Es geht da nicht um die mehr oder weniger um den Einsatz von digitalen Medien. Es geht vielmehr darum, dass ich als Expertin und Experte, Lehrerin und Lehrer weiß, wie ich es didaktisiere. Nichts Revolutionäres, gebe ich zu. Aber wenn Sie einmal eine Art Pause auf Ihrer Reise durch den Dschungel brauchen, dann verschanzen wir uns gerne auf sogenannte Bilder-Oasen. Das heißt, Bilder im Unterricht einsetzen ist was ganz was Wichtiges, ist aber teilweise auch was sehr was Heikles. Wie suchen Sie Bilder in der Regel? Jetzt fange ich schon wieder mit so einer Frage an. Pixabay, großartig, Herr Kollege. Google? Ich sage jetzt ganz ehrlich, wenn Sie ein Handy gestalten, ja, und auf Google das suchen und das kopieren, wird Ihnen wahrscheinlich jetzt nichts Großartiges passieren, auch wenn das Bild geschützt ist. Ja? Kritischer wird es dann schon, wenn ich Präsentationen als Lehrer am Tag der offenen Tür mache, zum Beispiel hatten wir den Fall in meiner Schule, ja? Da hat eine Lehrerin wirklich tolle PowerPoint-Präsentation zu einer Sprachreise gemacht und hat ein paar Fotos aus dem Internet eingefügt, war aber leider ein Vater Jurist, der auf Urheberrecht konzentriert oder spezialisiert war und hat gesagt, Frau Kollegin, wo haben wir denn das her? Ja? Also auch Sie, für Schulhomepages und so weiter und so fort, ist es wichtig zu wissen, wo kriege ich denn Bilder her, die safe sind, das heißt, die ich auch verwenden kann. Und da hat der Herr Kollege eben eine nette Quelle genannt und die möchte ich Ihnen nicht, darf ich Ihnen nicht vorenthalten, weil ich finde, die ist einer der besten momentan. Und zwar ist es Pixabay. Pixabay.com. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie wollen jetzt zum Beispiel auch, Moment, eine Bildbeschreibung in Ihrem Unterricht machen. Auch das kommt ja vor im Sprachunterricht oder sei es jetzt Deutschunterricht, im Sprachunterricht oder auch im Geografieunterricht. Sie wollen einfach, dass Ihr Schüler oder Ihre Schülerin ein Bild beschreibt. Und das Einfachste, Sie gehen auf Pixabay.com. Warum ist Pixabay so toll? Das ist nichts Revolutionäres wieder. Aber ich gebe jetzt ein, zum Beispiel Englischunterricht, Thema Life in the City, Leben in der Stadt. Ich gebe einfach ein Skyline. Ja, Klassiker. Was passiert jetzt? Die erste Reihe, die nehmen Sie nicht. Weil das sind die Bilder, dafür müssten Sie zahlen. Und das ist das Businessmodell hinter dieser Webseite. Die verlangt nichts, aber bietet halt eine Kooperation mit Shutterstock an. Das heißt, wenn Sie wirklich ein super hochauflesendes Foto haben wollen, dann kaufen Sie das, brauchen Sie nicht. Da zum Beispiel, wenn Sie jetzt wollen, dieses Foto nehmen Sie. Das drucken Sie aus auf Overheadfolie oder wenn Sie einen Beamer in der Klasse haben und fragen dann Ihre Schüler, was können Sie denn in diesem Bild sehen, um jetzt irgendwie Orts- und Zeitpräpositionen zu üben, bestimmtes Vokabular und so weiter und so fort. Und das speichern Sie einfach mit Bildern speichern unter. Und was ist da jetzt so toll dran? Eigentlich nicht viel, außer der Tatsache, dass Sie hier nicht einmal die Quelle erwähnen müssen. Das ist der springende Punkt. Wenn Sie nämlich Handouts oder öffentliche Dokumente erstellen und bei jedem Büdel immer die Quelle hinschreiben müssten, dann wären Sie alt. Weil rechnen Sie das einmal aufs Jahr auf.
bei einer Handout-Gestaltung. Und hier reicht es, wenn Sie nur am Ende des Handouts zum Beispiel schreiben, Bilder von Pixabay, wie ich es zum Beispiel mit dieser Präsentation mache. Fast alle dieser Bilder sind von Pixabay und ich schreibe einfach am Ende dieser Präsentation hin Bilder von Pixabay. Nichts Revolutionäres, aber durchaus was sehr Wichtiges, auch für den Blended Learning Kontext. Gut. Wenn Sie jetzt einmal ein bisschen eine Tarnung brauchen auf Ihrer Reise durch den Dschungel, dann gibt es sogenannte Magic Makeovers. Das heißt, Sie können sich ein bisschen verstecken. Sie arbeiten mit YouTube im Unterricht, nehme ich einmal an. Also für mich hat es teilweise auch meinen Unterricht revolutioniert, weil früher musste ich als Sprachlehrer sündteure DVDs kaufen, über Filme, die mir eigentlich selber gar nicht gefallen haben, dass ich nur ein, zwei Passagen herzeige. Das geht jetzt teilweise mit YouTube schon, weil gewisse Filmpassagen nur verkürzt dargelegt sind und es so gesehen unter das Zitationsrecht fällt. Das heißt, es ist grundsätzlich legal, auch YouTube-Videos einzubetten. Da gab es ein EuGH-Urteil, weil das war in Deutschland ein Riesenthema, dass zum Beispiel in Baden-Württemberg eingebettete YouTube-Videos für Moodle-Plattformen nicht erlaubt waren. Und das schränkt mir natürlich gewaltig ein. Und ich liebe YouTube und ich brauche da nicht viel erzählen, wie man mit YouTube arbeiten kann. Jetzt im Kontext zum Beispiel mit Liedern. Ja, gehen wir wieder zurück. Sie wollen jetzt ein Video herzeigen. Ja, sei es im Geschichteunterricht eine politische Rede. Und meine Schüler schauen genauso jetzt drauf wie Sie. Ja? Und dann denke ich mir, gib ich was ein. Frank Sinatra. New York, New York. Der Klassiker, oder? Und dann geht's schon los im Unterricht. Ja, Sie wollen dieses Video, denken Sie sich, ah, da sind sogar die Lyrics dabei, der Text, und dann geht es schon los im Unterricht. Das heißt, Fässer, na Urfahrt, schauen wir uns lieber da in Djokovic an. Ja? Oder schauen wir, viel geiler, FC Bayern München. Ja, Fässer, schauen wir uns das an. Als Sprachlehrer sage ich dann natürlich oft, okay, begründe, warum du dieses Video schauen willst, in der Fremdsprache. Aber wie wir es auch schon gehört haben, oft ist einmal Freitag, 6. Stunde, und Sie wollen einfach einmal nur das Ding dran und wollen einfach fertig werden. Und Sie können natürlich jetzt gleich auf Vollbildmode gehen oder im Beamer ein- und ausschalten. Aber wir wissen, wie die Schulen teilweise ausgestattet sind und wie alt die Beamer sind, wie lange das dauert, wenn ihr einen Beamer einschaltet und wieder ausschaltet. Ja? Und deshalb gibt es ein Tool, das heißt NicerTube, das ich sehr nett finde. Und zwar haben wir das hier. Sie gehen jetzt einfach auf YouTube. Und wir kopieren jetzt diesen YouTube-Link. Das heißt, ich nehme den wieder her und kopiere ihn. Sie sehen, Sie brauchen da kein Technologe sein. Es geht eigentlich immer nur um Kopieren und Einfügen. Das didaktische Setting müssen Sie sich natürlich überlegen. Und jetzt gehe ich auf YouTube, auf NicerTube. NicerTube.com. Und jetzt füge ich diesen Link hier einfach ein. Jetzt kann ich mir sogar den Hintergrund aussuchen. Da zum Beispiel. Na, eigentlich will ich mir die Ablenkung hier verhindern. Ja, da sind schon ein paar Orgelbilder auch dabei, aber nehmen wir das halt einfach her. So, und das war's. Was passiert jetzt? Ich gehe jetzt runter und klicke einfach hier. Ich schicke Ihnen übrigens auch einen Link, wo Sie Video-Tutorials, Schritt-für-Schritt-Erklärungen bekommen, wie diese Tools eingesetzt werden. Und das war's. Und diesen Link bereiten Sie zu Hause vor und gehen dann, wenn Sie in die Klasse gehen, gehen Sie nicht mehr auf YouTube, sondern setzen diesen Link ein. Und was passiert? Das Rundherum ist weg und das Video ist da. Das ist nichts Großartiges oder Revolutionäres, aber es spart viel Zeit und oft viele Diskussionen. Und um das geht's. Dieses verdauliche E-Learning, dieser Einsatz von Häppchen. Das ist ein wichtiger Punkt für uns Praktikerinnen und Praktiker. Gut. Jetzt habe ich Ihnen einiges zu diesen Tools erzählt. Ja, und so großartig von Didaktik und Methodik gesprochen. Ja, aber wo sind denn jetzt eigentlich die Tools, wo auch unsere Schülerinnen und Schüler aktiv partizipieren können? Und das schauen wir uns jetzt eben genau an. Weil ich bin fest davon überzeugt, dass das Tool alleine natürlich nicht reicht. Das haben wir jetzt ja, glaube ich, schon des Öfteren konstatiert. Und jetzt gehen wir zur Ausrüstung Nummer 2. Das sind diese sogenannten Edu-Apps.
Das sind jetzt so wirklich diese klassischen bildungstechnologischen Anwendungen, die ich Ihnen vorher gezeigt habe, à la Spreaker. Und da gibt es ein nettes Umfragetool namens Poll Everywhere. Das ist einer meiner Lieblings-Umfragetools, die Sie wunderbar im Klassenzimmer einsetzen können, ohne dass Sie sich anmelden müssen und Ihre Schülerinnen und Schüler. Und das können Sie zu Hause vorbereiten und ich mache das jetzt mit Ihnen gleich. Das heißt, Sie wollen eine Umfrage im Unterricht erstellen. Was ist denn der Vorteil einer digitalen Umfrage? Das heißt, wenn Sie eine Umfrage im Unterricht machen, im Gegensatz zu einer analogen, wenn Sie fragen, hebt die Hand. Man kann super schnell eine Grafik umwandeln, ganz wichtiger Punkt, und? Sehr gut, sie ist anonym, weil sie wissen, wie es ist. In der Klasse gibt es immer 3, 4, die immer was zum Sagen haben und dann gibt es ein paar, die sich nie trauen. Vor allem jetzt auch im Sprachunterricht Fehler machen. Und hier kann ich natürlich diese sogenannten schüchternen Schülerinnen unter Anführungszeichen ein bisschen motivieren, auch zu partizipieren. Und das ist ein klassisches Beispiel, wieder das Beste aus beiden Welten hernehmen. Oft einmal analog Umfragen, aber natürlich auch digital. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie wollen jetzt eine Umfrage machen und ich gehe jetzt da auf ein Tool namens Poll Everywhere, wie ich Ihnen gezeigt habe. Und das mache ich mit Ihnen jetzt in Echtzeit. Wir machen jetzt eine Umfrage. Mit Ihnen mache ich das. Eine Assoziationsübung. Ich klicke hier auf Create Your First Poll. So. Und ich schreibe da jetzt ein. Mit einer Hand schreiben ist ein bisschen. Ja, meine Eindrücke passt in dem Fall. Meine Eindrücke. So, und wir gehen jetzt auf Open-Ended. Das heißt, jetzt werden Sie gefragt, was denn Ihre Eindrücke oder Ihre Meinung zum Thema Handys im Unterricht? Das ist eine sehr globale Frage, ist jetzt nur quasi als Muster gedacht. Und dann sind Sie schon fertig, weil Sie klicken hier auf Create und das war's. Jetzt können Sie sofort Ihre Schüler aktivieren. Ich darf Sie jetzt bitten, einfach Ihr Handy zu nehmen und diesen Link einzutippen, pollev.com/solemoon791 und einfach 2, 3 Wörter reinzuschreiben, was Ihre Assoziationen zum Thema Handys im Unterricht sind. Sie können natürlich als geschulte Lehrkraft sofort in den Diskurs eintreten und natürlich auch fragen, kann man da vielleicht das ein bisschen noch näher erklären, wenn man möchte, zum Beispiel heimlich unterm Tisch. Ja. Also Sie sehen, das kann ich auch wunderbar als Stundeneinstieg verwenden, aber natürlich auch als mehr oder weniger Tool, um zu sehen, was ist denn bei den Kids hängen geblieben, nach einer Unterrichtseinheit, nach mehreren Stunden auch, um einfach zu sehen, was haben sich denn die Kinder zu einem gewissen Thema gemerkt. Und der große Vorteil ist hier natürlich, dass vor allem auch schüchternere Schülerinnen und Schüler auch daran teilnehmen. Das sagt mir auch meine Erfahrung. Und das geht wunderbar, das geht sehr schnell und das kann man natürlich auch sagen, muss nicht in der Klasse funktionieren, kann ich auch meinen Kids sagen, bitte macht das zu Hause weiter. Kann das aber auch im Sprachunterricht verwenden, um Vokabeln zu üben, zum Beispiel, selbstverständlich. Ich kann das auch nützen, mache ich sehr oft in meiner Hochschule, im Seminar, dass ich meinen Unterricht evaluieren lasse und einfach ein Blitzlicht-Feedback einfordere und sage am Ende der Vorlesung, bitte beschreiben Sie in 2, 3 Wörtern, wie Ihnen die Vorlesung zum Beispiel gefallen hat. Also Sie sehen, es geht da nicht um die Technologie, sondern um Ihre Kreativität, um Ihre, haben wir schon gehört heute, Methodenvielfalt. Also wir wollen dieses Thema pädagogisieren. Es geht uns hier nicht um irgendwie Suchtmachung, uns geht es vor allem darum, dieses Thema, das ohnehin schon da ist, wirklich positiv zu konnotieren und pädagogisieren. Gut. Dann ein weiteres Tool. Ich zeige Ihnen noch 3, 4 Tools. Setze ich irrsinnig gerne ein. Q-Prompter. Vor allem jetzt aktuell. Ich glaube, jetzt in diesen Minuten wird Trump angelockt und er wird auch eine Rede halten. Und Präsidentinnen und Präsidenten halten eine Rede und die meisten können es nicht mehr auswendig oder nehmen Zettel, sondern vielleicht haben Sie das schon mal gesehen, dass da so 2 so Glasschilder oder was sind.
Das sind durchsichtige Teleprompter. Das heißt, der Redner, die Rednerin sieht da einen Text ablaufen. Armin Wolf und andere lesen das natürlich von einem Teleprompter ab. Die schauen in die Kamera und da läuft ein Teleprompter ab. Und das kann ich wunderbar im Unterricht einsetzen. Sei es jetzt im Geografie- oder Geschichteunterricht, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, schreibt eine berühmte, eine politische Rede zum Beispiel. Oder im Sprachunterricht natürlich, schreibt eine Nachrichtenansage, wie zum Beispiel, dass jetzt ein Erdbeben war. Das heißt, ich schaue mal im Unterricht CNN, BBC oder Zeit im Bild an und analysiere aus diskursiver Sicht, was macht denn ein Nachrichtensprecher immer? Das heißt, die reden sehr langsam, sind sehr pointiert, verwenden kein Fachvokabular. Kann ich wunderbar im Unterricht einsetzen, indem meine Schülerinnen dann eine Nachrichtenansage selbst formulieren und dann mit Q-Prompter arbeiten. Das darf ich Ihnen jetzt zeigen. Sie gehen auf qprompter.com und Ihre Schüler schreiben den Text zu Hause. Und der Text wird dann entweder geschickt, ja, auf dem USB-Stick abgespeichert. Und es geht jetzt eigentlich nur darum, dass ich hier einen Text reinschreibe oder den von den Schülerinnen produzierten Text hier einfüge. Ja, ich schreibe jetzt kurz was rein. Herzlich willkommen zur Zeit im Bild 2. Die heutigen Schlagzeilen. Erneutes Erdbeben in Italien. Offizielle Stellen berichten und so weiter und so fort. Ja? Kann man auch Copy und Paste einfügen. Und das Schöne ist jetzt, Sie sagen nur Ihren Schülerinnen, bis zum nächsten Mal sackelt euch ein bisschen, zieht euch einen Anzug oder ein Kleid an. Und das machen Sie wirklich, die Kleinen und die Großen. Ihr seid jetzt Nachrichtensprecherinnen. Und das Einzige, was Sie brauchen, ist halt ein Laptop und Internet. Also früher, wie ich noch in der Schule war, habe ich immer meinen eigenen Internetstick mitgenommen, weil da hat es noch nicht WLAN teilweise gegeben. Und Lehrer ist ja bekanntlich der einzige Job, wo man wirklich Dinge ins Büro mitnimmt und nicht umgekehrt. Ja? Also Sie sehen, da müssen Sie halt ein bisschen kreativ sein. Und dann klicken Sie einfach auf Start Prompter. Und dann haben Sie Ihren Teleprompter da. Und die Kinder sitzen dann vor dem Laptop und Sie schauen zu mit der Klasse und lesen dann Ihren Text ab, indem Sie hier Forward klicken und dann haben Sie wirklich eine Nachrichtenansage. Ich kann hier natürlich das Tempo ändern, wenn ich gemein bin. Ja? Jetzt sagen viele hier, super, da wird ja kein Freisprechen geübt. Ja, aber jetzt stellen Sie sich mal vor, zum Beispiel auch im Deutschunterricht oder im Sprachunterricht, nehmen Sie Tongue Twisters, Zungenbrecher her, um eine Stunde zu starten, sagen, wer traut sich denn einen Zungenbrecher zu lesen und wer das gut macht, kriegt einen Mitarbeitsplus. Oder ich habe viele Studierenden auch in der Oberstufe gehabt, die das genommen haben, um sich für Referate vorzubereiten, die nämlich grundsätzlich Kinder, die dazu tendieren, schneller zu sprechen, das ist ein wunderbares Tool, hier wirklich die Geschwindigkeit anzupassen. Berühmte Reden können Sie hier einkopieren. Oder wenn Sie natürlich sehr auf Sprachästhetik gehen wollen, kopieren Sie Gedichte, Reime rein, Verse, um hier wirklich auch das zu üben. Oder wenn Sie zum Beispiel in der Fremdsprache bestimmte Aussprache üben wollen, Phonetik, ist es ein wunderbares Tool, um zum Beispiel das englische TH zu üben. Ja? Also Sie sehen, da geht es wieder nicht darum, etwas zu installieren, wo sich anzumelden oder hier ein IT-Experte zu sein, sondern es geht vielmehr darum, dass Sie wissen, wie Sie es didaktisieren. So. Und ein Tool zeige ich noch, ich habe mehr Tools auf die Folie gegeben, aber ein Tool, das finde ich sehr nett und das kennen Sie vielleicht schon, ist Tuxedo. Das generiert sogenannte Wortwolken. Das haben Sie sicherlich schon einmal gesehen. Das Prinzip der Wortwolken ist relativ einfach. Sie nehmen einen Text her und kopieren den in eine Wortwolke. Und je größer das Wort dargestellt wird, desto öfter kommt es in einem Text vor. Und das ist eine wunderbare Voraussetzung oder Grundlage, hier zum Beispiel mit Texten diskursiv zu arbeiten. Jetzt stellen Sie sich zum Beispiel vor, nehmen Sie mal eine berühmte politische Rede her, dann sehen Sie sofort, welche Begrifflichkeiten sehr oft vorkommen zum Beispiel. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, Sie können auch Webseiten analysieren zum Beispiel. Auch das ist möglich. Ich darf Ihnen das kurz zeigen. Im Englischunterricht darf ich Ihnen wieder ein Beispiel geben. Ich habe das in der Oberstufe gemacht, das können Sie aber mit ganz einfachen Texten auch machen. Martin Luther King Rede, I have a dream speech, kann man auch im Geschichteunterricht politische Bildung machen. Und ich möchte einfach
nicht hergehen und sagen, liebe Kinder, heute lesen wir einen Text von Martin Luther King, sondern ich möchte mich diesem Text mit einer Wortwolke nähern. Das heißt, was mache ich? Ich hole mir jetzt einmal die I Have a Dream Speech und die ist am besten, ist eine gute Geschichtequelle, American Rhetoric, da haben sie alle transkribierten Texte. Das ist wieder Copy und Paste. Sie müssen nichts anderes machen als kopieren und einfügen. So, passt. Rechte Maustaste oder kopieren. Und dann gehen Sie auf Tuxedo. Und jetzt klicken Sie auf Create. Load. Und jetzt fügen Sie den Text einfach hier ein. Und das war's. Was passiert jetzt? Diese Rede wird eingefügt. Und das ist jetzt die Martin Luther King Rede visualisiert. Das heißt, je größer ein Wort dargestellt wird, desto öfter kommt es in der Rede vor. Wunderbares diskursanalytisches Mittel für den Unterricht. Kann ich gleich die Kinder fragen, aber um welche Art von Rede handelt es sich hier? Ohne dass ich es gleich austeile. Frage meine Kids, was glaubt ihr, was ist das für eine Art Rede und warum glaubst du das? Ja? Sie können hier natürlich gewisse historische Begriffe, die jetzt keine, Gott sei Dank, Gültigkeit mehr haben, natürlich im geschichtlichen Kontext behandeln. Das können Sie aber auch im Sprachunterricht mit Old McDonald's Liedern machen. Genauso. Fügen Sie Songtexte ein. Bob Dylan habe ich dann einmal gemacht, wie er den Literaturnobelpreis bekommen hat. Können Sie sofort eine Diskursanalyse machen und Ihre Schüler dahingehend animieren, na, red's ein bisschen drüber. Ich habe das auch mit Lady Gaga gemacht. Da ist aber nicht mehr als Ula, Ulala, Lady Gaga rausgekommen. Ja? Aber auch das ist aus sprachästhetischer Sicht ein ganz wichtiges Analyseverfahren. Also Sie sehen, da geht es jetzt nicht darum, irgendwie wieder mit der Technologie zu tricksen, sondern hier wirklich konkret zu arbeiten. Und das Schöne ist, man kann hier auch die Form ändern. Ich könnte jetzt zum Beispiel auch eine Rede von Abraham Lincoln einfügen und dann, ja, das ist auch nett. Und das kann ich dann wunderbar ausdrucken. Jetzt denken sich viele, ja, warum ist das alles gratis? Warum muss ich mich da nicht registrieren? Das Businessmodell ist hier klar, wenn Sie dieses Bild auf ein Haferl gedruckt haben wollen, zum Beispiel, dann können Sie das zum Beispiel oder auf ein T-Shirt. Und das ist wieder das Businessmodell dahinter. Und das sind auch Educational Applications. Weil vor circa 15 Jahren waren solche Websites voll mit sehr dubioser Werbung. Das hat sich zum Glück geändert. Also Sie sehen, auch hier können Sie wunderbar agieren. Gut. Und dann habe ich Ihnen natürlich viel mehr Tools hier zur Verfügung gestellt, die Sie dann auch ausprobieren können. Nur ich denke mal, wenn man sich die Links vom Joe anschaut und meine nur dazu tut, dann brauchen Sie mehr als die Semesterferien wahrscheinlich. Das heißt, ja, wann sind die Energieferien in Oberösterreich? 18. Okay. Gut, zusammenfassend gesagt, seien Sie gut vorbereitet. Verwenden Sie Blended Learning Szenarien, sprich, glauben Sie nach wie vor an analoges Unterrichten, koppeln Sie das mit digitalen Tools und seien Sie eben vorbereitet. Es ist natürlich noch ein Dschungel da draußen. Das heißt, Sie werden wahrscheinlich noch öfter möglicherweise Probleme haben, aber es ist ein Dschungel voller tollen Möglichkeiten, auch wenn Sie jetzt nicht der Indiana Jones sind. Und ein berühmter Präsentationsguru hat einmal gesagt, ende nie mit etwas Negativem bei einer Präsentation. Ich mache es trotzdem. Ich gebe Ihnen jetzt nämlich 6 Geheimrezepte mit, die Sie dann in Ihrer Schule gleich ein bisschen disseminieren können, wenn Sie digital ignorant bleiben möchten. Sie sind natürlich nicht digital ignorant, aber das sind 6 garantierte Maßnahmen, dass die Schule digital ignorant bleibt. Und der erste Punkt ist zum Beispiel jetzt im Kontext von Blended Learning, die Sau durchs Dorf treiben. Was heißt das?
Sie wissen das, sie kriegen von ihrer Direktion sehr oft neue Erlässe, sei es vom Stadtgerat, vom Landesgerat, jede Woche ein neuer Erlass, Adaption von dem, kompetenzorientierte Reifeprüfung und so weiter und so fort. Und sie wissen eigentlich gar nicht mehr, wann sie das einbauen sollen. Ja? Bei E-Learning kann ich jetzt da nicht irgendwie gleich sagen, ich hüpfe auf den neuesten Trend auf. Seien Sie sehr wohl kritisch. Ganz aus einer humanwissenschaftlichen Tradition heraus, Sie müssen nicht jeden Tech-Hype sofort aufnehmen, sondern glauben Sie eher an die Pädagoginnen und Mediendidaktikerinnen, die mit bestehenden Tools schon sehr gute Erfahrungen gemacht haben, wie der Joe zum Beispiel in seinem Klassenzimmer. Auch wenn Ihnen Apple und Google versucht zu vermitteln, dass mit der neuesten Technologie Ihr Unterricht revolutioniert wird. Seien Sie ruhig kritisch. Dieses möglicherweise, ich habe null Ahnung, ja, boah, ich kenne mich da nimmer aus, ich bin auch schon zu alt, ich tue mich mit dem nimmer auseinandersetzen, wenn es um E-Learning geht. Es ist ja mehr oder weniger, und das ist gekoppelt mit dem nächsten Punkt, früher auch gegangen. Früher mit der Blaupause haben sie auch trotzdem was gelernt. Ja, warum ist ja früher auch gegangen? Es ist auch eine Blinddarmoperation teilweise erfolgreich auch im 19. Jahrhundert gewesen. Jetzt, im 21. Jahrhundert, ist sie halt wahrscheinlich viel einfacher und müheloser. Stichwort Ausbildungs- oder Ausstattungsinitiative. Sie wissen, nächste Woche wird vom Ministerium die neue digitale Strategie veröffentlicht. Und ich hoffe, dass es nicht eine bloße Ausstattungsinitiative sein wird. Das heißt, wir geben jetzt Tablets an alle oder Internet oder WLAN an alle und alles wird gut. Es braucht die didaktischen Konzepte dahinter. England hat einmal den Fehler gemacht, dass alle Schulen mit Interactive Whiteboards ausgestattet wurden und sie dann Bezirkspolitiker schämen die kleinen Kinder abfotografieren haben lassen vor Whiteboard und das war's und die Lehrer sind allein gelassen worden und haben nicht gewusst, wie sie mit diesem Interactive Whiteboard umgehen sollen. Ich bin fest davon überzeugt, dass nächste Woche in dieser Digitalisierungsstrategie absolut mehr dahinter stecken wird als eine Ausstattungsinitiative. Aber auch als Berater mache ich immer wieder diese Erfahrung, dass es nicht reicht, einfach in Technologie, die sexy ist, dauernd zu investieren. Sag's dem Informatik-Nerd. Einer meiner Lieblingsthemen, denn als Hochschulprofessor für technologieunterstütztes Lehren und Lernen wäre ich sowieso nur immer im Haus an der Pädagogischen Hochschule gefragt, ah Thomas, du bist eh so ein E-Learner, kannst du mir doch auch den Drucker reparieren? Ja, also Sie sehen, die Perzeption, also die Wahrnehmung von vielen Kolleginnen und Kollegen ist nur immer, E-Learning hat automatisch was mit Technologie zu tun. Und das ist falsch. Und ein Argument, das möglicherweise fatal sein kann, ist, naja, wir müssen nicht immer in Innovation investieren. Schule wird immer Kunden haben. Das haben Sie auch bei der größten Hotelkette gedacht, die eigentlich keine eigenen Hotels mehr hat. Das wäre zum Beispiel, was glauben Sie, die größte Hotelkette hat eigentlich keine eigenen Hotels. Bitte? Airbnb schon mal gehört? Ja? In der Taxibranche ist genau das gleiche gewesen. Ja, Taxis brauchen die Leute immer. Ja? Das größte Taxiunternehmen der Welt hat eigentlich keine eigenen Autos und ist Uber. Schon mal davon gehört? Ja? Also Sie sehen, man nennt das Phänomen der digitalen Disruption. Dass Digitalität bestimmte Dienstleistungen möglicherweise ersetzen wird. Und ich glaube, es ist schon ein Primat der Bildungspolitik, auch hier nachhaltige Innovationen, innovative Konzepte hinsichtlich der Digitalisierung zu schaffen. Aber in die Hände spucken müssen schon selber. Das heißt, zu glauben, Sie bekommen jetzt ein E-Learning-Tool, das alles von selber regelt und einen netten Blended-Learning-Kurs zum Downloaden, den wird es nicht geben. Sie müssen Ihren Blended-Learning-Kurs mit Ihrer didaktischen Expertise selber konzipieren. Denn es geht natürlich um die Didaktiken und nicht um die Techniken. Und das ist ein Statement, das gefällt mir eigentlich sehr gut. Verwende die Digitalität oder die digitalen Tools, um zu lernen und lerne nicht, um sie zu verwenden. Das bedeutet, Sie dürfen sich nicht zu lange damit beschäftigen, ein gewisses Tool einfach zu verwenden. Und leider Gottes sind nach wie vor sehr viele Fortbildungen im Bereich der Digitalisierung immer nur auf das Programm konzentriert. Das heißt, da lernen Sie, wie Sie das bedienen und eine Datei öffnen und viel weniger hinsichtlich der Didaktisierung. Das heißt, Sie müssen natürlich auch einen gewissen subjektiven Vorteil erkennen als Lehrerinnen und Lehrer.
dass sie einfach sehen, dieses Tool bringt mir was, bringt meiner Klasse, bringt meiner Lernumgebung etwas und sie erkennen einen positiven Effekt bestimmter Blended Learning Szenarien. Denn diese Smoothies sind vielseitig. Sie können sie unterschiedlich adaptieren und der Mehrwert ist in gewissen Phasen eindeutig gegeben. Das haben Sie vielleicht bei diesen vielen Unterrichtsbeispielen gesehen. Ich hole Sie aber wieder zurück in die Realität. Sie müssen natürlich selber in die Hände spucken, nicht in den Smoothie, und versuchen, diese Dinge natürlich auch selbst anzugehen. Und das bringt mich jetzt zum Schluss. Wir hoffen, aufgrund dieser neuen Entwicklungen, dieser kontinuierlichen didaktischen Konzepte, dass der Günther irgendwann einmal nicht auf Spitzer oder Kraus oder Lankau hört, sondern vielmehr an das Beste aus beiden Welten glaubt. Deshalb bleibt mir abschließend nur mehr zu sagen, seien Sie wie Günther. Vielen Dank.